Das Wort hat Kollegin Martina Bunge für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben heute eine zweite Aktuelle Stunde in dieser Sitzungswoche zur Gesundheitspolitik, während wir uns gestern über den zutiefst unsozialen Charakter Ihres Konzepts, Herr Minister Rösler, und der Kolleginnen und Kollegen der Koalition ausgetauscht haben, hat DIE LINKE für heute eine Aktuelle Stunde beantragt, die zeigen soll, dass Ihr Konzept, dass Ihre Politik ohne Perspektive ist. Sie bieten für die Zukunft keine brauchbaren Antworten. Mit Beitragserhöhungen und Zusatzbeitragen muten Sie allein den Versicherten 10,2%, also 8,2 plus 2, den höchsten Beitragssatz aller Zeiten zu, den bald alle schon schultern müssen. Heute Morgen kamen ja die ersten Meldungen über Rechnungen aus dem Bundesgesundheitsministerium, dass das Defizit für 2011 gedeckt sein könnte, aber schon Milliardendefizite 2012, 13, 14, wir reden dort über 4 bis 10 Milliarden, absehbar sind. Und das allein sollen die Versicherten schultern? Und die mit den kleinsten Einkommen, also Geringverdiener, Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner, Studierende, überproportional? Und die Arbeitgeber und Bestverdienenden bleiben außen vor? Das alles ist zutiefst unsozial. Aber das Ganze ist nicht ohne Alternative. Die Stimmen in der Öffentlichkeit mehren sich, die eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung fordern, sagen, sie muss her. Eine, die alle Bürgerinnen und Bürger einbezieht, wirklich einbezieht, also auch Beamte, Abgeordnete, Minister, Selbstständige, Manager, und einbezogen alle Einkommen sind, also Einkommen, wovon Menschen heutzutage leben, also auch Kapital- und Zinseinkünfte. Und natürlich müssen sich die Arbeitgeber wieder zu gleichen Teilen an der Finanzierung beteiligen. Die Parität muss wiederhergestellt werden. Auf dieser neuen Basis reichten 10% für Versicherte und Arbeitgeber aus, also 5 plus 5%, um alle gesundheitlichen Leistungen zu bezahlen. Zuzahlungen und die unsäglichen Praxisgebühren könnten noch abgeschafft werden. Und wir hätten Spielraum für Herausforderungen, vor denen wir stehen. Alle reden von den Erfordernissen des demografischen Wandels, der älter werdenden Gesellschaft, vom rasanten medizinischen Fortschritt. Wie eine Monstranz wird es vorhergetragen. Aber sind wir wirklich darauf eingestellt? Wir sagen nein. Ein Blick in Ihr lange ausgebrütetes Konzept bestätigt das. Kein Wort zu Strukturveränderungen. Der Wettbewerb soll es richten. Ausgaben werden pauschal gekürzt. Nehmen wir nur beispielsweise die Krankenhäuser. Der Ausgabendeckel wird verschärft, die halbe Grundlohnsummenanbindung darf nur die Steigerung betragen, Mehrleistungen bekommen einen Effizienzabschlag von 30%. Meinen Sie denn, die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht aus Jux und Dallerei von einem Sanierungsdefizit von 50 Milliarden? Meinen Sie, Verdi fordert aus Jux und Dallerei weg mit dem Deckel? Finanzlöcher in den Krankenhäusern werden zulasten der dort Beschäftigten gestopft. Immer unerträglichere Arbeitszeiten, enorme Arbeitszeitverdichtungen, physische und psychische Belastungen von Ärztinnen und Ärzten, Schwestern, Pflegern sind die Realität. Letztlich wirkt sich das auch auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten aus. Technik und Pillen allein heilen nicht. Dazu gehört auch ein aufmunterndes Lächeln, ein gutes Wort. Doch wo gibt es das noch? Bei allem Engagement, das will ich nicht in Rede stellen, der dort Beschäftigten. Wir brauchen endlich konsequente Schritte, den medizinischen Bedarf in den Regionen konkret in unseres Landes zu betrachten
ohne schier über unüberwindbare Sektorengrenzen zu entscheiden, wo wird die Behandlung am sinnfälligsten gemacht, in Krankenhäusern, ambulant tätig, wie können sie sich gemeinsam engagieren, neue Versorgungsformen wie das erfolgreiche Modell Agnes brauchen eine echte Chance. Dann könnten auch unter Bundesbeteiligung Investitionsmittel in die Hand genommen werden und ein zielgerichteter Ausbau der Infrastruktur gewährleistet werden. Dann könnten Krankenkassenbeiträge für medizinische Leistungen und Beschäftigte ausreichend dorthin fließen, wo die Behandlung effizient stattfindet. Und dann würde auch Arbeit im Gesundheitsbereich endlich wieder attraktiv. Machen Sie mit der Bürgerinnen- und Bürgerversicherung das Gesundheitssystem zukunftsfest. Lassen Sie von Ihrer verdeckten, verkappten Kopfpauschale die Finger. Dankeschön. Das Wort hat nun Jens Spahn für die CDU-CSU-Fraktion.